Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Die Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch, unser Thema heute. OP live. Wir sind heute im OP in Gerden und werden aus diesem OP berichten, damit Sie einen Eindruck davon bekommen können, was eigentlich wirklich in einem OP passiert. Mein Name ist Dr. Martin Memming, ich bin Chefarzt der Chirurgie und im Nebenberuf ärztlicher Direktor des Krankenhauses und werde Sie durch die Sendung führen. Bis gleich. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Radio Leineherz 106.5, die Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch. Heute live aus dem OP am Klinikum Robert Koch Gerden. Mein Name ist Dr. Martin Memming. Ich bin Chefarzt der Chirurgie, also der allgemeinen viszeralen und Gefäßchirurgie. Und in meinem Nebenberuf bin ich ärztlicher Direktor, was aber hiermit jetzt nichts zu tun hat. Wir sind hier in einem OP. Sie hören schon Hintergrundgeräuschen. So richtig laut ist es hier nicht. Es ist also nicht so wie im Fernsehen, Emergency Room, wo immer alles durcheinander ruft und es immer um Leben und Tod geht. Nee. Hier ist ein OP, in dem gerade 6 Säle parallel laufen und diese 6 Säle sind an einem Flur angeordnet. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ein OP-Bereich ein eigener Trakt des Krankenhauses ist. Dieser Bereich ist auch nicht so ganz einfach zu betreten. Als Patient werden Sie mit Ihrem Patientenbett in die Schleuse gebracht. Dort werden Sie in der Schleuse aus dem Patientenbett über eine Vorrichtung auf die OP-Liege gebracht. Das tun bestimmte Mitarbeiter, die diese Schleuse bedienen und sie dann in die entsprechenden Säle, die von diesem Flur abgehen, bringen. Vor diesen Sälen sind sogenannte Einleitungs- und Ausleitungsräume. Das sind Räume, in denen die Anästhesisten und das Anästhesiepflegepersonal mit ihnen die Einleitung macht, sodass sie langsam in Schlaf geraten und dann die ganzen Zugänge, die sie brauchen, gelegt werden können, sie quasi für die Operation vorbereitet werden. Da das unabhängig von den übrigen Belästigungen eines OPs, wie zum Beispiel den Lärm beim Aufbauen von den ganzen Instrumenten geschehen soll, wird das immer in einem extra Bereich bei uns im Krankenhaus durchgeführt. Von diesen Räumen geht auf der anderen Seite ab der Bereich der Materialversorgung. Man muss sich das so vorstellen, dass in einem Operationsbereich natürlich eine große Menge an Material vorgehalten werden muss, die man für die Operation braucht. Das ist natürlich, wie Sie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, sind es Instrumente, die steril sind, die also in einem Sterilisationsbereich erstmal sterilisiert werden müssen, dort gepackt werden müssen und in sogenannten Sieben, das sind Metallkisten, dann in den Operationssaal gebracht werden. Darüber hinaus gibt es Einmalmaterial, die auch für die Operation gebraucht werden. Das sind zum Beispiel die ganzen Abdeckungen, die man braucht, sterile Abdeckungen, damit das auch alles keimfrei bleiben kann. Dann gibt es noch einen Bereich, in dem diese unreinen Dinge, also die gebrauchten Dinge, aus dem Operationstrakt entsorgt werden. Und damit nicht jeder hier einfach reinlaufen kann, gibt es auch für das Personal eine sogenannte Personalschleuse. Das ist eine Schleuse, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich komplett umziehen. Das bedeutet, bis auf die Unterwäsche wird die gesamte andere weiße Wäsche in den Spind gehängt und dort wird sie durch grüne Wäsche ersetzt. Und diese grüne Wäsche ist ja die Wäsche, die nur in diesem Bereich getragen werden kann und die nach dem Eingriff, wenn man mit der Operation fertig ist, entsorgt wird, zieht man sich wieder um und geht durch diese Schleuse auch wieder raus. Sodass man hier also quasi den OP-Bereich als komplett abgeschlossenes System im Krankenhaus hat. Nach der nächsten Musik werden wir mal in einen der Säle hineingehen und werden mal gucken, was dort eigentlich hinter den Türen passiert. Bis gleich. Radio Leineherz 106.5, die Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch, unser Thema heute. OP live. Wir sind im Klinikum Robert Koch Gerden im Operationsbereich und gehen gleich auch mal in die Säle. Vielleicht noch eine Bemerkung vorab. Meine Stimme klingt etwas dumpfer, denke ich, als sonst. Das liegt daran, dass ich das natürlich jetzt durch einen Mundschutz sprechen muss, weil im OP gibt es ja eine Kleiderordnung, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe, dass man über die Mitarbeiterschleuse sich anders einkleiden muss und dazu gehört natürlich auch der Mundschutz. So, wir gehen jetzt mal so langsam in einen Vorbereitungsraum. Ich finde es immer ganz schön, dass man, auch wenn man jetzt hier mittendrin im Betrieb ist, 6 Säle laufen, dass es doch insgesamt sehr ruhig abgeht. Und mir ist es nochmal wichtig, dass auch die Hörerinnen und Hörer wissen, der OP-Bereich eines Krankenhauses ist in aller Regel somit der ruhigste Teil, den man überhaupt haben kann. Wir sind jetzt hier in so einem Vorbereitungsraum. Sie hören, dass der Hintergrund jetzt etwas anders ist. Hier sind die Beatmungsgeräte und so weiter. Hier wird also der Patient vorbereitet dafür, dass er dann in den Saal hineingefahren wird. Dann kommen wir hier vorbei an den Waschbecken. Ja, hier waschen sich die Chirurginnen und Chirurgen und das OP-Personal haben dann dieses sterilisierende Mittel, bestimmte Seifen, die vorab nochmal genommen werden und gehen dann, nachdem sie sich mehrere Minuten gewaschen haben, in den eigentlichen OP-Saal, wobei der Begriff Saal mehr aus der Vergangenheit kommt. Heutzutage sind das OP-Räume, von Saal kann nicht die Rede sein. So, wir betreten jetzt hier mal einen OP-Saal, müssen ein bisschen leise sein.
Wir sind hier in einem Saal, in dem gerade ein sogenannter laparoskopischer Eingriff durchgeführt wird. Es wird hier ein Dickdarm operiert über die minimalinvasive Schlüssellochtechnik. Was Sie im Hintergrund hören, das sind Geräusche von dem Stromapplikator. Die Operation scheint schon relativ fortgeschritten zu sein. Ich sehe schon, dass über den Bergeschnitt schon der zu entfernende Teil des Darms aus dem Körper herausgezogen wird, sodass man hier schon im letzten Viertel des Eingriffs in der zeitlichen Betrachtung ist. Wir sehen die Anästhesistin dort. Hallo, wir wollen ja auch nicht groß stören. Wie geht es dem Patienten, der Patientin? Der Patientin geht es total gut. Die ist kreislaufstabil, macht gar keine Probleme, hat überhaupt keine Probleme. Der Kreislauf funktioniert ganz wunderbar, die Beatmung ist super. Der Operateur, das ist der Oberarzt Dr. Troisdorf, beugt sich gerade über den Patienten. Er wird begleitet von zwei Assistenzärztinnen. Darüber hinaus haben wir eine OP-Schwester und einen OP-Pfleger. Die Schwester ist steril am Tisch. Der Pfleger sorgt im Hintergrund dafür, dass die Materialien beigebracht werden, die man braucht. Kann ich Sie kurz stören, Herr Dr. Troisdorf? Wie geht der Eingriff vonstatten? Gut, das ist ein ganz unkomplizierter Eingriff. Wir entfernen hier ein Stück Dickdarm bei der Patientin, die an der sogenannten Divertikelerkrankung leidet, also immer wieder Entzündung dieses Darmabschnitts hat, die ihr Schmerzen machen und zu narbigen Engstellungen am Darm führen können. Daher wird dieses Stück Darm jetzt entfernt. Der Vorteil bei dieser Operationsmethode ist, dass das, wie wir sagen, minimalinvasiv, sprich in Schlüssellochtechnik durchgeführt wird. Und das hat für den Patienten den Vorteil, dass er nach der Operation geringste Schmerzen hat, geringste Beschwerden, sich sehr schnell erholt. Und Sie sind ja auch schon relativ fortgeschritten hier, ja, wenn ich das richtig sehe. Ja, die Patientin ist schlank und das ist natürlich ein großer Vorteil, das zu operieren. Wir wollen nicht weiter stören, wir wünschen weiterhin guten Erfolg. Wir melden uns gleich nach der nächsten Musik aus dem nächsten Saal wieder. Ganz Ohr für die Region. Radio Leineherz 106.5. Die Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch heute, OP live aus dem Klinikum Robert Koch Gehrden. Mein Name ist Dr. Martin Memming, ich bin der Chefarzt für Allgemein Viszeral- und Gefäßchirurgie an diesem Krankenhaus. Wir betrachten heute den OP von innen, gehen in die Seele, in einem Saal waren wir eben schon, und sprechen mit einigen Personen, die hier arbeiten. Bis gleich. Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch. Unser heutiges Thema OP live aus dem Klinikum Robert Koch Gehrden. Mein Name ist Dr. Martin Memming, ich bin der Chefarzt der Allgemeinen Viszeral- und Gefäßchirurgie. Wir waren jetzt eben in dem einen Saal. Jetzt sehe ich hier gerade die Schwester Melanie auf dem Flur mit einem großen Eimer. Schwester Melanie, was haben Sie mit diesem Eimer vor? Da kommt dann das Präparat herein, wo Sie gerade waren in Saal 5 bei dieser Patientin, wo das Sigma ausgebaut wird, damit der Pathologe das nachher richtig verarbeiten kann. Das ist Formalin, was sich in diesem Eimer befindet, oder ein formalinähnliches Präparat. Und das sorgt dafür, dass es eben keinen Gewebszerfall gibt, sondern dass der Pathologe, auch wenn er das in ein paar Tagen anguckt, das quasi ohne Zerfall sehen kann und genau feststellen kann, was dort wirklich an dem Präparat ist. Wenn das Präparat da drin ist, was passiert dann damit? Das wird dann zum Transportdienst gebracht und der bringt das dann direkt in die Pathologie runter. Das heißt, es kommt direkt nach der OP zum Pathologen im Haus. Ja. Wenn Sie während der Operation einen Schnellschnitt machen wollen, wenn der Pathologe während der Operation schon Gewebe untersuchen soll, wie verfahren Sie dann? Das Präparat wird schnellstmöglich eingetütet, in eine spezielle Tüte, damit es einfach nicht festklebt. Wird auch direkt sofort zum Pathologen runtergeschickt, ohne in dieses Formalin einzulegen. Und wie lange braucht es dann, bis man einen Befund hat? Circa 20 bis 30 Minuten. Okay, haben Sie vielen Dank. Bitte. So, jetzt sind wir in dem nächsten Saal. Hier findet gerade eine Operation an den Adern statt. Es handelt sich hier um einen Patienten oder Patientin, das kann ich von hier gar nicht genau sehen, mit einer sogenannten arteriellen Verschlusskrankheit, wo die Durchblutung des Beines schlicht und einfach nicht ausreichend ist. Der leitende Oberarzt Dr. Vettelschoss kümmert sich gerade um diesen Patienten. Herr Vettelschoss, was operieren Sie hier gerade? Das ist eine Umgehung eines Oberschenkel- und Kniekehlenarterienverschlusses, den wir mit körpereigener Vene überbrücken, von der Leiste bis in den Unterschenkel hinein. Das ist insofern etwas komplexer, als die Vene nicht in ganzer Länge auf einem Stück brauchbar ist, sondern wir müssen das so ein bisschen anstückeln. Wie lange dauert so ein Eingriff? So ein Eingriff kann locker einmal 3 bis 4 Stunden dauern. Und der Patient schläft die ganze Zeit dabei und bekommt davon nichts mit. Wir sehen, dass Sie auf Ihrem Kopf eine besondere Vorrichtung haben. Ihre Kollegin, die Frau Dr. Koch, die hat eine Lampe auf dem Kopf und Sie haben eine Lupe. Wofür brauchen Sie die?
Die Adern im Unterschenkel sind so fein, dass wenn man sie exakt nähen will, man das mit bloßem Auge nicht mehr richtig sehen kann. Darum benutzen wir eine Lupenbrille, um die Adern vergrößert zu sehen und so möglichst exakte Stiche führen zu können. So, hier bin ich jetzt auf der Seite der Anästhesie bei der Patientin mit dem Gefäßverschluss. Herr Dröge, Sie sind der diensthabende Anästhesist. Sie sind hier vor dem Beatmungsgerät, vor den ganzen Monitoren, die wir auch im Hintergrund so ein bisschen hören. Das ist ein längerer Eingriff, hat der Operateur gesagt. Wie geht es der Patientin? Also nach den Parametern, die wir hier messen, geht es ihr gut. Sie hat einen vernünftigen Blutdruck, sie hat eine gute Beatmung, sie liegt in der Vollnarkose. Und ja, im Moment haben wir keine Sorge, dass es ihr nicht gut geht. Die Patientin wird wegen der Dauer der Operationszeit vermutlich danach auf die Überwachungsstation gehen. Ist das so geplant? Das ist so geplant. Einmal wegen dem Eingriff und dann auch wegen der Vorerkrankung, die die Patientin mitbringt. Einfach zur Sicherheit eine Nacht geplant auf der Intensiv. Radio Leineherz 106.5, die Sendung Fieberkurve, Chefärzt im Gespräch. Unser Thema heute, OP live. Wir sind im OP-Trakt des Klinikums Robert-Koch-Gerden. Mein Name ist Dr. Martin Memming, ich bin der Chefarzt der Allgemeinen Viszeral- und Gefäßchirurgie. Wir sind jetzt in mehreren Sälen schon gewesen. Sie haben möglicherweise einen gewissen Eindruck bekommen davon, wie ruhig und gesittet es in einem OP zugeht, auch wenn er gerade Volllast fährt. Jetzt habe ich hier auf dem Flur den OP-Manager, Herrn Erik Menzel. Herr Menzel, worin besteht die Arbeit des OP-Managers in diesem OP-Trakt? Die Aufgabe des OP-Managers besteht hier im Robert-Koch-Krankenhaus darin, die OP-Planung zu koordinieren, den täglichen Bedarf auszurechnen für die einzelnen Fachdisziplinen und dann möglichst punktgenau für den folgenden Tag abzubilden. Das klingt ja nach einer ziemlich schwierigen Aufgabe, weil man muss ja ganz viele verschiedene Kliniken unter einen Hut bringen und wahrscheinlich haben Sie immer ein bisschen zu wenig von allem, um es allen recht zu machen, oder? Man hat immer zu wenig Personal an Bord. Deswegen ist es schwierig und bedarf ein hohes Maß an Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten. Vielen Dank, Herr Menzel. Das war der OP-Manager, der hier natürlich eine ziemliche Aufgabe hat. Wir haben in diesem Krankenhaus 7.000 bis 8.000 Operationen pro Jahr in diesem Trakt absolvieren. Man kann daran sehen, dass es schon, weil es auch vier Fachdisziplinen sind, die operieren, mit ihren einzelnen Unterabteilungen sind sogar noch mehr. Das ist natürlich herausfordernd, das über mehrere Berufsgruppen abzubilden und so weiter, sodass für den OP-Manager schon sehr, sehr viel Arbeit ist und ohne den wird es eigentlich auch gar nicht gehen. Also dass eine OP-Leitung das alleine macht wie früher, ist punktgenau. Genau, gar nicht vorstellbar. Wenn ein Patient jetzt aus den Sälen kommt und er wieder aufgewacht ist und soweit wieder selber atmen kann, manche werden eigentlich auch nachbeatmet hier rausgefahren, dann wird er wieder über die Schleuse in ein Bett gebracht. Meistens kriegt er ein neues Bett nach dem Eingriff und wird dann mit diesem Bett zusammen entweder in den Aufwachraum geschoben. Das ist ein größerer Raum, in dem 7, 8 Betten stehen, die von 2 Pflegenden überwacht werden, wo Monitorplätze sind. Also jeder Patient ist dann an so einem Monitor, wo die Herzaktion und die ausreichende Beatmung dokumentiert wird, wird dort verbracht und sobald er richtig stabil ist, alles gut ist, wird er dann 1, 2 Stunden später auf die normale Station, wo er herkommt, gebracht. Der andere Weg ist, dass der Patient doch über Nacht überwacht werden muss, wie wir das vorhin bei dieser sehr kranken Gefäßpatientin gehört haben von dem Anästhesisten. Diese Patienten müssen dann für eine Nacht auf die Intensivstation gebracht werden und werden dann also nicht über den Aufwachraum gefahren. Es gibt natürlich auch Patienten, die längere Zeit auf die Intensivstation müssen, weil sie eben derartig krank sind, dass eine Normalstation für sie in nächster Zeit nicht in Betracht kommt. Aber das ist erfreulicherweise bei den 7.000 bis 8.000 Operationen die Ausnahme. Radio Leineherz 106.5. In dieser einmaligen Mischung nur bei uns. Die besten Songs aller Zeiten. Radio Leineherz 106.5, das war die Sendung Fieberkurve, Chefärzte im Gespräch, unser Thema heute OP live aus dem Klinikum Robert-Koch-Gerden. Mein Name ist Dr. Martin Memming, ich bin Chefarzt der Chirurgie und im Nebenberuf ärztlicher Direktor des Krankenhauses. Wir haben hoffentlich es geschafft, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie es in so einem OP vor sich geht. Ich als Chirurg habe das natürlich jeden Tag. Für mich ist das quasi eine absolut normale Arbeits- und Lebenssituation. Der OP ist ein ganz geordneter, ruhiger Arbeitsplatz. Ich bin jetzt auch fertig, ich muss auch heute nicht mehr operieren. Lasse die grüne Kleidung gleich in der Schleuse, ziehe mich um und gehe dann wieder in die anderen Bereiche des Krankenhauses. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover.